Willkommen heute noch zu einem weiteren Livestreaming. Heute mit einem neuen Format, das ich mal ausprobieren möchte, und zwar einem wöchentlichen Rückblick und auch eventuell teilweise Ausschau, je nachdem, was gerade ansteht, und zwar zu den Idle, Clicker und Incremental Games, die ich noch regelmäßig spiele, also die so in meinem täglichen Beschäftigen mit irgendwelchen Spielen auf jeden Fall immer wieder auftauchen noch. Und heute habe ich erst einmal eine Liste von 8 Spielen. Mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ein paar werde ich relativ schnell durchgehen können, weil da nicht allzu viel passiert, und andere vielleicht ein bisschen länger. So, das nächste Spiel auf der Liste ist Idle Champions of the Forgotten Realms. Das ist ja vom gleichen Macher, von dem auch Crusader of the Lost Idols gemacht ist. Und das Event hatte dann zur gleichen Zeit aufgehört, wie auch hier das letzte Event mit dem... Mit dem Moon war es, glaube ich, nicht, weil das ist, glaube ich, die andere Campaign. Ah doch, das war das mit dem Moon dann an der Stelle. Die Blessings sind noch nicht übertragen. Nee, die sind noch zu konvertieren. Okay, in 2 Tagen würde es automatisch erzwungen werden. Aber das kann ich dann jetzt eh machen. Ich kann ja also eh noch nichts auswählen. Das heißt, hier dann die Favor von 2,7, mal gucken, das müsste ja dann gleich nochmal um 50% steigen. Jawohl, da sind dann die Boni jetzt auch angekommen. Theoretisch könnte ich jetzt gleich einen wieder ein ausgeben, um hier den Double Damage. Also es ist eben so, dass die Tiers sich nur auf das aktuelle, also auf die Campaign Map auswirken, wo sie halt aktiv sind. Aber hier mit dem Double Damage, wenn das natürlich auch für die Events gilt, dann ist das natürlich schon sehr hilfreich, aber das heißt ja auch einiges dann sammeln zu müssen, damit man die Sachen natürlich nach und nach aktiviert. Und hier stehe ich jetzt eigentlich gerade davor, mal gucken, ob ich denen jetzt noch einen Boost verschaffen kann. Also, weil es geht nämlich darum zu schauen, inwieweit ich denen hier jetzt noch ein bisschen Schadensboost verpassen kann, damit sie auf jeden Fall mal Level 95 abschließen können. Und dann gilt es hier letztlich auch wieder das Free-to-Play zu resetten und die nächste Runde anzufangen. Okay, also auf zum Boss. Und die Sachen strategisch genug eingesetzt, dass das Ganze hoffentlich schnell über die Runde geht. So, mit den anderen kommen sie im Moment ganz gut zurecht. Warten wir mal, bis die Kraut sich versammelt hat. Und erstmal das Stunning, dann die Explosion, in der Hoffnung, dass da schon einige weg sind, ja. So, dann das Damage over Time für die restlichen, soweit es dann hoffentlich auch den Chef betrifft. Und jetzt die restlichen Sachen eingefügt. So, jetzt ist schon mal nur noch der Boss da. Ah ne, doch, einer ist noch dahinter. Aber das dauert nicht mehr lange. So, ich hoffe mal, wenn die jetzt einmal der Reihe nach durch sind, dass sie den dann erledigt haben. Und ich werde noch ein bisschen unterstützen, wobei es von meinen Klicks her jetzt nicht allzu viel Schaden macht, weil 1 hoch 26 zu 1 hoch 29, was sie dann rechnerisch pro Sekunde an Schaden verursachen, ist natürlich deutlich zu wenig. Aber mein Tank vorne hält es noch ganz gut aus. Hat noch keine spürbaren Schaden erlitten. Und dafür ist der andere aber gleich weg. Mal gucken, was habe ich jetzt eigentlich? Ich habe das jetzt auch wieder über mehrere Tage noch laufen lassen und habe zumindest einen 22% Bonus, was das Goldfinden angeht. Und kann jetzt eigentlich... Oh, jetzt hat er ihn doch schon erledigt. Aber mit dem Sonderskill von ihm hat das jetzt doch geschafft, bevor alle erledigt hat. So, also jetzt geht's ans Resetten. Jawohl, vervollständigen und Favors einsammeln. Im Moment bin ich bei dem Spiel noch ein bisschen am Wanken, weil ich es noch nicht so ständig im Hintergrund spielen lasse. So, jetzt habe ich 95 ganz gut geschafft, aber es war noch ein bisschen anstrengend und ich musste sie auch länger grinden lassen. Das heißt, ich werde das Spiel, obwohl es jetzt hier zwar schon easy anzeigt, bin ich da noch nicht in Übereinstimmung, dass das ist. Es ist sogar noch gesperrt. Must have complete 6 Grand Tour Adventures or Variants. Okay. Das heißt, ich muss eh noch andere abschließen.
Das heißt, ich muss hier tatsächlich mal noch weitergehen. Gut, dann fange ich mit euch heute mal noch ein weiteres Event an. Also ein weiteres, wie haben sie das? Weitere Tour. 6 Grand Tour Adventures. Okay. Wie viel habe ich denn aktuell? Wäre ja gut, wenn du mir das irgendwie anzeigen kannst. Aber das heißt, ist es auch so gedacht, dass man die und diesen dann vervollständigt? Dann hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier sozusagen die ersten, die sind auch, glaube ich, zusammengekommen, alle drei. Das heißt, deswegen haben sie dann auch die Abhängigkeit, dass man jeweils die erste Stufe schon abschließt, bevor man dann eigentlich in die zweite Stufe darf. Gut, dann machen wir das doch und ich gehe hier rein. So, länger als 15 Minuten will ich jetzt allerdings hier dann auch nicht verbringen, weil ich nämlich in die anderen Spiele zum Teil noch rein muss vor Mitternacht, damit ich dort den passenden Bonus noch bekomme, damit ich meinen 24-Stunden- oder meinen Tagesbonus nicht verpasse, weil ich sie halt heute noch nicht gestartet habe, weil ich eben vorhatte, genau das, was ich jetzt gerade tue, nämlich einmal über die Spiele zu erzählen, eben heute zu tun. Also mal schauen, wie weit ich jetzt hier komme. Vom Geld her kann ich jetzt auf jeden Fall schon ziemlich zügig meine Leute aktivieren. Und es gilt die gleiche Diamantenformation. Okay, das heißt innerhalb einer Campaign Map gelten anscheinend die gleichen Formationsvoraussetzungen. Muss ich mir gleich nochmal anschauen, inwieweit die anderen Missionen die gleiche Formationsform haben. So, lasst nochmal schauen. Also hier war ja die Diamantenformation, das war ja bei denen gleich, auch wenn hier dann ein paar Hühner dann mit eingeflochten wurden. So, hier gab es auch Diamantenformation und hier ebenfalls. Okay, das heißt, sie haben tatsächlich alle die gleiche Formation und ich kann die gleiche Aufstellung nutzen, die ich dann schon abgespeichert habe. So, also bei den Blessings gibt es selber jetzt hier noch nicht allzu viel Neues. So viel habe ich jetzt auch noch nicht ausgegeben, weil ich im Moment auch noch nicht genau abschätzen kann, beziehungsweise noch nicht genau durchgerechnet habe. Läuft einfach weiter. Im Moment habe ich so 10% jetzt tatsächlich ausgegeben und in der Quote will ich es auch etwa behalten lassen, bevor ich hier dann weitere ausgebe, damit einfach das Goldfinding entsprechend ansteigt, um eben überhaupt in die Lage zu kommen, hier recht zügig durchzukommen. Das heißt aber, dass ich den Damage-Bonus auch erst aktivieren werde, wenn ich tatsächlich bei 1 hoch 6 bin. Also mindestens noch 600.000. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. Also 600.000 Favors. Das wäre dann so die Quote, wo ich sage, okay, das ist dann ausreichend. Wobei 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das heißt, hier könnte ich auf jeden Fall noch einiges ausgeben. Das heißt, im Moment bin ich ja dann gerade mal bei 1%. Increase Damage of All Champions bei 50%. Das ist aber erst, wenn das Ganze. Nee, das ist pro Stufe. Vor allem den Sekundentimer runterzusetzen. Achso, das heißt, ich kann es eh nur 5-mal kaufen. Das ist mit 6.000 dann schon ziemlich teuer. In case Storm Earth Form Spider Set, das wäre auf jeden Fall noch sinnvoll. Nope. Das lassen wir dann mal noch. Weil das wird mir dann doch ein bisschen viel. Auch wenn es natürlich die 10%-Quote jetzt aktuell noch nicht erreichen würde. Aber dazu ist der Bonus im Moment einfach zu klein. So, du sollst Damage-Dealer machen. Und die anderen muss ich erstmal noch freischalten. So, ja, hier ist es im Endeffekt, wie gehabt. Aktuell ist ja halt am Anfang sowieso, dass mein Klicker noch einen guten Effekt hat und ganz gut dazu beitragen kann, einfach hier das Spielen zu beschleunigen. Und nebenbei die Hintergrundeffekte wie die herumfliegenden Krähen oder eventuelle Trolle, die ja in den Büschen auftauchen oder wackelnde Steine, dann zu aktivieren und zusätzliches Geld einzusammeln.
So, also was habt ihr jetzt mit dem Boss dann zu tun? Okay, noch mehr Bosse oder noch mehr Viecher, die dann aus diesem Ding heraus spawnen. Und ein mächtiger Guardian. Okay. Was war an der ersten, beim ersten Bosskampf? Wobei, jetzt habt ihr wahrscheinlich eh wieder was zu erzählen. Okay, der Orb ist verwundbar. Gut. Also einfach weiter, bis wir den verrückten Wizard gefunden haben. Mal gucken, wie ist denn, wie hat das Ganze angefangen? Okay, er war sehr ungewöhnlich. Okay, und den haben wir dann nochmal untersucht. Und dann waren natürlich schon irgendwelche Viecher, die da rumgespawnt sind. Naja, und so sind wir in das Abenteuer gestürzt. Also irgendwo ist dieses komische Ding aufgefallen. Oh, zwei Krähen. Und ja, und schon sind wir auf der Suche nach einem verrückten Zauberer, der sich wie auch immer irgendeine Magie unter den Nagel gerissen hat. Und damit irgendwelche Kreaturen spawnt. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr zukünftig dann das Spiel in der Form weitermacht, ob es dann jetzt parallel zu den Events bei Crusaders of the Lost Idols dann letztlich hier die gleichen Eventphasen hat, dass dann neue auftauchen. Und ob es dann den Weg auf jeden Fall ähnlich geht. Weil im Moment sind es jetzt bisher, ich glaube, drei zusätzliche, die freigeschaltet werden konnten. Mal gucken, Collections. Genau, also er ist der, der halt hier mit dem dritten Slot wechselt. Der letzte, der freigeschaltet werden konnte, bei dem ich es nicht mal geschafft habe, genug Kisten auf freizuschalten, dass ich alle sechs Slots aktivieren konnte. Beziehungsweise hier ist es natürlich einfacher nachzuschauen, wer die neuen sind. Weil in den Achievements sind ja die... Na, wo seid ihr da? Bei den Event Achievements ist ja hier einmal Stoki, der freigeschaltet werden konnte, dann Rigut Kront, wo ich natürlich noch weniger geschafft habe von den anderen Achievements, und eben Chromananda. Und einen gab es noch, der ist über den Newsletter, glaube ich, als neuer Crusader so verschenkt worden am Anfang als Aufmerksamkeitsgeste. Oder war es für die Beta-Spieler? Weiß ich nicht mehr genau. Mal gucken, welcher Spieler das war. Ja, aber wir sind gleich bereit, das ganze Portal zu schließen. Aber so früh kann der ja noch gar nicht erledigt sein. Da kommen bestimmt noch mehr. Ja, genau. Wir haben nur eine Illusion von ihm erwischt, war ja klar. Weil schließlich muss ja noch mindestens bis Level 50 die Story weitergeführt werden. Also kann die gar nicht so schnell zu Ende sein. So, mal gucken, welcher war jetzt noch neu? Kront war der andere, wo ich nicht mal die Items eingesammelt habe. Delina. Ich glaube, Hitch ist einer von den... Nee, Tyriel. Von den wechselhaften... Naja, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal schauen, wo hier noch diese Dinger dann auftauchen. Weil Kront, Tyri und Gromma sind ja jetzt schon die neuen, die bekannt sind. Die über die Events freigespielt wurden. So, Elvis und Dwarfs. Und Damage Around. Jetzt sind wir schon im Elfenland. Was habt ihr denn da zu erzählen gehabt? Okay, wir sind durch das Portal gegangen. Okay. Warum haben die, sind die sauer? Weil sie schlechte Erfahrungen mit dem Magi gemacht haben wahrscheinlich. Das heißt, ich werde bestimmt dann gleich einem Elfenkönig oder ähnliches begegnen. Um dann, ja, die Sache zu bereinigen, auf die eine oder andere Weise. Da kommt gleich wieder ein Gnom raus. Komm, zeig dich, bevor die Runde zu Ende ist.
Ja, erwischt. Ja, genau. Also hier ist der letzte. Das heißt, Hitch war der Bonus-Charakter. Spirits have used the extra time to recruit a green hack to their cows. Okay. Habe ich jetzt leider nicht viel mitbekommen, weil er gleich erledigt wurde. Naja, von hinten greifen die ja nicht an. Aber es wäre auf jeden Fall lustig, wenn sie da die Richtung ändern würden, wenn die plötzlich auf der anderen Seite stehen oder in der Mitte. Und dann von rechts und links angegriffen werden würde. Aber es wäre natürlich die Frage, ob sie sich dann nach rechts oder links weiter bewegen. Aber okay, soweit für heute. Eben auch hier im Moment eher Ruhepause, bis es wahrscheinlich dann wieder mit dem nächsten Event weitergeht. Und ja, mal sehen, wie ich das... Im Moment ist es noch nicht sehr aktiv in meiner Liste, sondern ich starte es dann ein-, zweimal am Tag. Level ein bisschen auf, lass die ein paar bisschen weiterlaufen und schau dann, wann ich wieder zu einem Reset komme, weswegen ich hier im Moment noch sehr langsam meine neuen Idols, nee, Idols habe ich hier nicht, wie hießen die Dinger? Meine Favors einsammle. Also, soweit für heute von Idol Champions of the Forgotten Realms und auf zum nächsten Mal.